Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Minecraft Parkour Limbo. In der letzten Folge sind wir ja hier bei dem Kapitän stehen geblieben und ist ja leider nicht auf den Schleimblock geschafft. Obwohl ich mir da eigentlich sehr sicher war, wir uns ja so ein bisschen gefreut haben, dass wir daran gedacht haben, dass wir die beiden Raptors da umgelegt haben. Aber, naja, dann müssen wir das wohl nochmal machen. Oder einfach nochmal runterplumpsen. Das geht natürlich auch. War zwar jetzt nicht so mein Favorit, aber haben wir nochmal für die Fans gemacht. Wir springen hier natürlich ganz entspannt über die ganzen Laternen drüber. Bin mir immer noch nicht bei diesen Leitersprüngen sicher, wie man es am besten macht. So. Springe zu weit links. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Trapdoor mich hier aufhält. Ach Mann. Ja, Kapitän. Oh. Oh. Sehr gut. Du willst mir ja nicht loswerden, dass du deine Ruhe da hast. Kann ich verstehen. Aber du musst es nicht so offensichtlich machen. Doofkopf, du. Jetzt ist ja hier. Du hättest ja auch einfach mal mehr Schleimblöcke dahin machen können. So, dann springen wir. Hier. Sieht aber auch so komisch aus, irgendwie. Okay. Was ich letztes Mal schon meinte, ist jetzt ein bisschen RNG. Und wir haben Glück. Je nachdem, wie man da gerade, ob man nach oben oder nach unten wobbelt, sage ich mal, das coole oder eher nicht so. Oder dementsprechend fällt man dann entweder nach unten oder, so wie bei mir gerade, zieht man sich doch noch nach oben. So, müssen wir hier lang. Mal kontrollieren wir natürlich hier die Kiste, oder die Barrel. Ist aber leider nichts drin. Das ist übrigens echt eigentlich ganz cool, dass hier bei den verschiedenen Leveln immer so alle möglichen Objekte benutzt werden. Dass es manchmal nicht nur danach aussieht, als wenn was? Wie soll der denn gehen? Sprinten ist es, glaube ich, nicht. Also was ich gerade sagen wollte, also ich finde das echt cool, so wie hier, der Zaun hier, der gehört ja mit zum Level quasi. Der wird dann auch mit benutzt hier zum Springen. Ist vielleicht ein bisschen schöner, als wenn man hier nur überall solche Blöcke hinzufügen würde. Sieht echt da nur ein bisschen kompliziert aus. Ecke hier, immer mehr Sprünge. Mein Geschmack echt kompliziert sind. Och, nee. Das ist denn am taktisch klügsten. Wahrscheinlich gehe ich einfach hier hin, ne? Ich springe so einfach hier hoch. Vielleicht ein bisschen einfacher. Sehr schön. Hier unten ist ein Schleimblock, den müssen wir wahrscheinlich genau treffen von der obersten Position hier. Sehr schön. Ich hatte gerade ganz kurz Angst, dass wir es verkacken. Also, das ist noch so eine halbe Stufe, dass man hier auch nicht abkürzen kann. Okay. So, hier werden wir scheinbar durchspringen müssen.
Ist natürlich die Barrels da wieder an. Aufs Dach. So auf jeden Fall nicht, wie ich es gerade gemacht habe. Wo jetzt? Hier lang. Ist richtig. Man kommt ja. Man kann hier ja gar nicht rüberspringen. Nicht hier drauf. Da ja die ganze Zeit was auf dem Kopf hat, aber. Ja. Daraus kann man zumindest aufs Dach springen. Sieht auch nicht richtig aus. Ist hier irgendwo versteckt vielleicht noch was? Dropping this item will summon a shockwave that kills everyone within a radius of 7 blocks. Okay, warte mal. Lass uns mal ganz kurz abchecken. Ja, durchs Haus wird man auf jeden Fall durchgehen. Oh, wir hätten einfach runtergehen müssen. Da habe ich irgendwie gar nicht dran gedacht. Oh Mann, ey. Einmal mit Profis. So. Okay. Dann machen wir wieder so einen Sprintsprung. Habe ich den denn jetzt nicht geschafft? Hat auch gefühlt schon das Maximum. Also, ich meine, scheinbar ja nicht, ne? Sonst hätten wir es ja geschafft. Oh. Bin ich ein bisschen zu spät gesprungen. Ach, Mann. Ach ja. Machen wir das jetzt einfach nochmal gerade fix. So. Hä? Aber das ist doch zu weit, oder nicht? Übersehe ich da jetzt irgendwas krass? Okay, wir werden uns die Situation da noch einmal kurz angucken. Noch einmal ganz schnell hin. Das muss so gehen. Okay, dann probieren wir sonst unseren 100%-Sprung. Ne, also, es ist nicht machbar. Der Sprung ist definitiv ein zu weit weg. Sonst auch gerne noch einmal nachzählen. Das sind 2, 3, 4, 5 Blöcke. Und der geht ein nach unten. Aber ich meine, mit dieser Technik, die ich da gerade hatte, da springe ich ja definitiv an die letzte Kante. Aber das muss ja auch der Weg sein. Da übersehe ich irgendwas richtig krass. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Würde ich ja bald hoffen. Ups. Wollte ich gerade ein bisschen zu schnell durch. Ich bin halt gerade am. Gerade ein bisschen am Überlegen, wie das machbar sein soll. Übersehe ich hier irgendwas? Nee. Wegen einem Knopf, dass was ausfährt. Okay, ich probiere das jetzt noch einmal. Nee, also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das hier machbar sein soll. Also 4 Sprünge. Bis dahin.
Ihr Weitersprung, der wird ja so gehen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, der wird gehen. Aber so? Ich meine, den haben wir jetzt gerade verkackt, aber wir haben ja davor die beiden Tries, haben wir es ja richtig hinbekommen. Glaube, man wird es nicht mal so schaffen, oder? Huch. So wird es gehen. Sollte man. Könnte man irgendwo hier cutten? Mach mal gerade ganz kurz einen Cut. So, ich nehme alles wieder zurück. Ich habe das gerade noch mal ein bisschen. Ups, nicht in Spectator. Ich habe das gerade noch mal ein bisschen rumprobiert. Aber das ist so ein ganz minimaler Sprung. Also, da muss man Pixel Perfect sein. Mann, oh man. So. Und zwar dürfen wir kein bisschen schräg irgendwie springen. In den vorderen mit und so kommen wir hier rüber. Irgendwie, also so ein bisschen hatte ich mir schon gedacht, dass das eigentlich gehen muss. Bei 5 weit und 1 runter. Aber irgendwie, weiß ich nicht, dadurch, dass es dann nicht geklappt hat, habe ich ein bisschen an mir gezweifelt. So, ich denke mal, wir müssen hier zu der Tür rein. Hallo? E-Beams? Wir müssen in die Barrels reingucken. Wenn die Map-Ersteller nochmal gerade zufällig zugucken. Das wäre nett, wenn ihr mir vielleicht schreiben könntet oder einen Kommentar da lassen könntet, ob ihr was in diesen Barrels drin versteckt habt. Ich nehme nämlich immer gut Zeit in Anspruch, wenn ich die alle abchecke. Oder ihr verratet das genau deshalb nicht. Wir die da gerade noch sehen. Ja. Es ist zu erwarten, dass da nichts drin ist, aber nachher finden wir dann ein richtig cooles Secret-Item. Dann hätten wir es gern besser gehabt. So. Oh, dann sind wir einfach runtergeplumpst. Ärgerlich. Alter, machen wir das jetzt einfach nochmal schnell hier. Zack, 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 zack. Sind wir ja schon wieder. So, dann einmal hier auf den Baum hinauf. Achso, hier. Sehr schön mit Shift wieder arbeiten. Ich glaube, wir müssen da durch. Und das die. Ja, das sind die Dinger, die so platt gehen. Ich glaube, das wäre nicht so smart. Üpf, üpf und durch da. So, zack. Hier noch irgendwas? Nein. Okay. Diese halben Blöcke oder diese Slabs, die machen mich so fertig, weil ich die ganze Zeit denke, man kann sonst irgendwo hinspringen. Aber es geht halt nicht, weil, ne, anderthalb Blöcke hochspringen ist ein bisschen schwierig ohne irgendwelche Zaubertränke oder so. Wo müssen wir denn hin? Da ist noch ein Loch. Richtig fies. Da oben hier? Na, weiß ich ja nicht. Na gut, aber ich würde sagen, das Level hier, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschö.